Spieltag 33 in der zweiten Fußball-Bundesliga und der Club empfängt am Sonntag Hansa Rostock. Wir erwarten 38.000 Besucherinnen und Besucher bei uns im Max-Morlock-Stadion bei, wie ich gerade hörte, strahlendem Sonnenschein, der angekündigt ist. Ich begrüße auch herzlich logischerweise unseren Cheftrainer Dieter Hecking zu meiner Rechten, alle anwesenden Journalisten und alle, die uns ansonsten noch zuschauen. Und schau mal ins Virtuelle rund, schau hier in den Pressekonferenzraum am Pfalzner Weiher und schaue, wer als erstes die Hand hebt. Wolfgang Glas von den Nürnberger Nachrichten. Herr Hecking, es gab unter der Woche ein paar angeschlagene, kranke Spieler. Wie ist der Stand? Also sieht eigentlich gut aus. Sie haben alle wieder voll trainiert die letzten Tage, sodass wir davon ausgehen, dass wir den einen oder anderen auch wieder zurückhaben könnten, wenn wir ihn dann mitnehmen in Kader. Also Florian Hübner hat voll trainiert, Mats Möller-Deli hat voll trainiert. Das würde soweit passen. Machen wir weiter mit Nico Gelev. Nico. Herr Hecking, hallo. Wie gehen Sie denn das Spiel an am Sonntag? Man muss ja so oder so unbedingt gewinnen oder sollte gewinnen. Ist man dann offensiver wie sonst oder ist es ein Heimspiel wie vielleicht den ein oder anderen Spieltag davor auch? Also von der Herangehensweise glaube ich, dass wir jetzt nicht allzu viel verändern werden, weil das hat sich ja in den letzten Wochen, gerade auch die Heimspiele waren eigentlich doch sehr ansehnlich, wie wir sie gespielt haben, und von der Herangehensweise wird sich jetzt nicht mehr viel verändern. Das ist das vorletzte Spiel. Ich denke, den Spielern ist klar, was wir spielen wollen, auch gegen Hansa Rostock spielen wollen, und wir werden versuchen, das unser Spiel durchzubringen. Wolfgang Glas. Sie haben unter der Woche mal gesagt, dass es eine sehr junge Mannschaft war in Magdeburg auch, mit 5 Spielern unter 22, glaube ich. Glauben Sie, dass das gerade ein Vorteil ist vielleicht auch, dass so viele Junge in der Mannschaft stehen, die Sie vielleicht nicht den ganz großen Kopf machen, wie andere, die schon mehr erlebt haben in ihrer Karriere? Ach, das weiß man nicht. Ich kann ja auch in die Köpfe nicht reinschauen. Ja. Sie spielen, weil sie halt im Moment eine gute Verfassung haben. Deshalb bekommen sie den Vorzug. Das hat jetzt weniger mit der mentalen Stärke zu tun. Ich glaube schon, dass auch die jungen Spieler natürlich mitbekommen, dass jetzt 2 Spieltage vor Schluss der Druck da ist, den wir uns gerne erspart hätten. Aber wie gesagt, da geht es auch letztendlich um das Vertrauen in diese Jungs, dass sie, obwohl sie dann vielleicht ein bisschen jünger sind, die Leistung abrufen, die wir dann noch brauchen, um gegen Hansa Rostock 3 Punkte zu holen. Nico Gelev. Sie haben den Druck gerade angesprochen, Herr Hecking. War in der Saison schon das ein oder andere Mal der Fall, dass die Mannschaft vor einem Heimspiel mit dem Rücken zur Wand stand. Vielleicht ist es nicht ganz so krass wie diesmal, aber gegen Regensburg oder gegen Sandhausen hat man dann ja die Punkte eingefahren. Inwieweit hilft sowas dann vielleicht als Erfahrungswert jetzt auch für das wichtige Spiel am Sonntag? Ja, das kann vielleicht helfen, aber das ist ja das ist nicht eine Situation wie vor 8 Spieltagen. Ja, das ist jetzt die Situation, du bist am vorletzten Spieltag, die Situation ist, wie sie ist. Wir haben, glaube ich, in der Rückrunde sehr viele Heimspiele gehabt, wo wir gut ausgesehen haben, und daran gilt es dann auch anzuknüpfen und auch an die gute Leistung in der zweiten Halbzeit in Magdeburg. Also wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt großartig was verändern müssen. Wir müssen nur das, was wir da in den Heimspielen in der Rückrunde oftmals auf den Platz gebracht haben, auch wieder abrufen, und das wird unsere Aufgabe werden. Wolfgang Glas. Sie haben auch unter der Woche schon gesagt, bitte keine Fragen nach Dingen, die Sie nicht beeinflussen können, aber eine Meinung wär schon nett. Zu diesem zweigeteilten Spieltag oder eben zu dem nicht einheitlich angepfiffenen Spieltag, also es kann ja sein, sollte Bielefeld verlieren, wäre Rostock schon am Sonntag gesichert vor dem Spiel. Wie stehen Sie dazu? Ist es aus Ihrer Sicht hilfreich? Ist es in Ordnung so, oder ist es trotzdem schon auch eine Frage der Chancengleichheit? Also, es ist irgendwann abgeschafft worden. Diejenigen, die es abgeschafft haben, werden sich darüber Gedanken gemacht haben. Und ja, wenn sie den Fall so skizzieren, dass, wenn das eintritt, dass das die Auswirkung hat, dann könnte uns das bedeuten, das ist mir zu viel Wenn und Aber. Ja, also ich glaube, das ist einmal so entschieden worden, man macht es jetzt so, und das ist zu akzeptieren. Kann ja auch sein, dass Bielefeld gewinnt und damit
uns unter Druck setzt oder auch Rostock noch unter Druck setzt. Also da kann man sich das raussuchen, was man gerade für passend hält. Und deshalb sind das wirklich Dinge, die bedarf es keines Kommentars meiner Seite, weil das kann ich auch nicht beeinflussen. Nico Gelev. Herr Hegging, Sie haben gerade angesprochen, sollte Bielefeld gewinnen, wächst ja unweigerlich so ein bisschen der Druck. Wie schafft man es dann oder was werden Sie da tun? Sie sagen, es wird nichts anders sein wie in den Spielen zuvor. Trotzdem ist ja der Faktor Kopf wesentlich. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, die man dann überhaupt noch hat, einen Tag vorm Spiel? Ist ja auch nicht viel Zeit. Also erstmal wissen wir nicht, was morgen in Bielefeld passiert. Also mache ich mir darüber auch jetzt keine Gedanken. Ja, wenn der Fakt geschaffen ist, dass sie gewonnen hätten, dann ändert das nichts an der Tatsache, dass wir trotzdem das Spiel gewinnen müssen. Ja, also die Herangehensweise bleibt die gleiche. Wir würden gerne morgen oder am Sonntag unser Heimspiel gewinnen, um unsere Situation in diesem Abstiegskampf zu verbessern. Und das ist die Aufgabe. Und nochmal, das kann ich vielleicht beeinflussen. Ja, alles andere muss ich zur Kenntnis nehmen, egal wie das Spiel in Bielefeld ausgeht. Wolfgang. Es könnte am Sonntag ein sehr emotionaler Spieltag werden, also für den ganzen Verein. Die Frauen steigen möglicherweise auf am Sonntag. Ihr könntet euch theoretisch retten. Also ein großer Tag, der euch da bevorstehen könnte, oder? Also, wenn man es mal positiv drehen würde. Ja, erstmal ist es, glaube ich, wirklich sehr wahrscheinlich, dass unsere Frauen den Aufstieg schaffen. Wenn ich jetzt an dem Wochenende, vielleicht dann am darauffolgenden Wochenende, weil ich glaube, der Konkurrent Gütersloh hat auch ein schweres Auswärtsspiel in Leipzig, wo man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Frauen sicherlich was zu feiern haben. Bei uns, sage ich, wenn wir das am Wochenende schon gelöst hätten, wäre es natürlich wunderbar, weil damit könnte man ein bisschen durchschnaufen, aber das jetzt als großen Erfolg zu titulieren, da bin ich dann doch ein bisschen zu sehr Realist. Das wäre sicherlich das minimalste Ziel, was wir erreichen konnten, ist dann erreicht. Nico. Die haben die Woche ja schon mal angesprochen, dass es ja auch familiär nicht ganz so einfach ist, die Situation. Ihr Sohn arbeitet für Arminia Bielefeld. Wie hat man sich das jetzt vor so einem Spiel vorzustellen? Ist da Funkstille zwischen Vater und Sohn? Und je nachdem, wie es dann läuft am Wochenende, spricht man dann erst mal zwei Tage nicht miteinander? Oder wie gesagt, Sie haben ja schon gesagt, Sie gehen davon aus, dass beide am Ende in welcher Form auch immer nächstes Jahr ihr Ziel erreicht haben oder für dieses Jahr. Wie ist es denn? Stell mir das ein bisschen schwierig vor. Also Ihre Vorstellung weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich mit meinem Sohn jeden Tag telefoniere und wir nicht nur über Nürnberg und Bielefeld sprechen, aber wir haben auch familiäre Themen beziehungsweise Themen, die er hat oder die ich habe. Also das ist nicht das große Thema. Ja, natürlich kriegt man mit, dass ähnlich wie bei uns die Situation ein bisschen angespannter ist. Ich habe heute den Kickerbericht gelesen über Bielefeld. Da wird gesagt, ja, jetzt haben wir den positiven Lauf, jetzt kommen wir. Also, wie man sich es gerade hindreht. In Nürnberg ist es halt so, ist es immer negativ und von daher ändert sich da auch nichts. Und wir versuchen einfach, unser Ding in der Familie zu lassen. Und was ich schon gesagt habe, davon bin ich auch überzeugt, dass am Ende beide nächstes Jahr in der zweiten Liga gegeneinander spielen werden. War das perfekte Schlusswort der heutigen Pressekonferenz? Sieht alles danach aus. Keine Fragen mehr. Virtuell keine Fragen mehr hier vor Ort. Da würde ich sagen, euch allen schon mal einen guten Start ins Wochenende und bis Sonntag. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.